Kinas, willkommen zurück zu Pokémon Go. Wir befinden uns hier immer noch am Ausgangspunkt des letzten Parts, sprich der Park, und wir haben direkt mal ein Tentacher vor unseren Augen. Wie krass ist das denn? Kaum beenden wir den letzten Part und starten diesen Part. Was passiert? Natürlich muss ein Tentacher in meine Arme kommen. Wobei, das würde ein bisschen schmerzhaft sein, nicht wahr? Ja. Nee, ohne Scheiß haben Tentacher nicht wirklich diese quallenmäßigen Arme. Ich glaube, Tentacher sind ja auch giftig. Tentacher ist vom Typ Wassergift. Dementsprechend will ich da nicht huggen, ne? Ein Hug wäre da wirklich ein Fuck. Aber genug von dieser Angelegenheit. Was ist in diesem Part so los? Ja, ihr merkt vielleicht, dass dieser Part nachkommentiert ist. Was halt den Grund hat, ich musste schnell zur Bahnhaltestelle und naja, vom Park aus bis zum Hauptbahnhof, das ist zu Fuß ein paar Minuten entfernt. Und ja, ihr seht, 11 Minuten sind es hier insgesamt im Part. Etwas mehr als 11 Minuten. Ich habe aber knapp 20 Minuten Ruhe aufgenommen. Könnt euch ja denken, wie lange ich quasi vom Park bis zum Hauptbahnhof unterwegs war. Kann man auch ganz gut nachvollziehen, weil wenn man sich die Spots jeweils vom Anfang und vom Ende des Parts merkt, und wenn man sich auch merkt, wo ich alles schon im Let's Play gewesen bin, kann man sich auch so leicht so eine kleine Karte zurechtmachen, wo ich überall schon war. Ne? Man erkennt sowohl den Hauptbahnhof, man erkennt sowohl den Park. Und da sollte man das vielleicht auch nachvollziehen können, dass dieser Part 11 Minuten hat. Ne? Nichtsdestotrotz, Kinders, ich sag euch, es werden in diesem Part einige schöne Sachen gelootet. Hier auch hatten wir extrem viel Glück mit dem Beleber etc. Und ja, Kinas. Dann gab's noch die anderen Glücksbegegnungen, ne? Nicht nur das Tentacher. Wir werden in diesem Part, ja, 2,5 neue Pokémon sehen. Ne? 2,5. Machen wir 2,5 draus. 2 auf jeden Fall. Tentacher war das erste. Das zweite werden wir gleich sehen. Das zweite halbe, sage ich jetzt mal. Aber das dritte, dass ich auch noch in diesem Part fangen werde, das wird auf jeden Fall ein Pokémon sein. Gar nicht mal so oft auftauchen. Ich bin mir sicher, es ist relativ selten. Nicht so selten wie zum Beispiel ein Magma oder sowas, aber schon relativ selten, wenn ich bedenke, dass ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen habe. Ne? Ich weiß zwar nicht, ob es in euren Regionen so ist, dass ihr dieses Pokémon schon viel öfter gesehen habt oder jeden Tag 30 Mal. Das ist auch, glaube ich, so eine Sache, das kannst du in diesem Spiel kaum festmachen. So was ein oft vorkommendes Pokémon ist und welches nicht. Natürlich, das geht zwar auch irgendwie so, indem du sagst, okay, Ratfratz taucht immer auf, Taubsi taucht immer auf. Gut, das sind halt Pokémon, die in meinem Gebiet sehr oft vorkommen. Aber da ist die Frage. Das kann ja auch von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein. Ne? In anderen Gebieten sind, mein Gott, was weiß ich. Keine Ahnung, denkt euch irgendwelche Pokémon aus. Raupi, Safcon, Hornio, irgendwie sowas halt. Das ist variierend, würde ich sagen. Aber, naja, da haben wir das nächste halbe Pokémon. Aber zuerst mal der Pokéstop. Und ich dachte mir so, nein, scheiß auf den Pokéstop. Hier hast du einen scheiß Tauboss. Und das wird diesmal wirklich gefangen. Im Part. Ne? Und ihr seht diesmal auch eine leicht rötliche Kreisbewegung. Das ist krass. Ne? Und ich habe da auch so gemerkt, du musst bei Tauboss ein bisschen höher ansetzen mit dem Pokéball. Das kannst du nicht so locker vom Hocker mäßig so ein bisschen leicht nach vorn stippen. Du musst den Pokéball wirklich an die oberste Grenze des Smartphones oder des Tablets werfen, damit du wirklich den Fang setzt. Das ist halt echt komisch. Was aber auch Sinn macht, weil wenn man bedenkt, dass Tauboss fliegt, ein bisschen weit von einem wegsteht, macht das schon Sinn, weil Tauboss steht halt echt schon extrem weg von uns, ne? Ist mir nur von der Situation her gar nicht so bewusst geworden. Ich hab erstmal so blind draufgeworfen und dachte mir so, hä, warum geht der Pokéball da nicht hin? Willst du mich verarschen, Mann? Bäh! So, komm, der geht aber. Komm. Los jetzt! So. Super, ein klasse Wurf. Ich war schon relativ gut. Geht trotzdem nicht rein, ne? So. Jetzt habe ich den Kreis so klein werden lassen, dass Tauboss eigentlich ja reingehen muss. Sagen wir es mal so, die Chance ist hoch und er ist drin. Es ist reingegangen. Ja, wunderschön. Ja. So. Wie viele Taubsi-Bombos haben wir jetzt? Über 40, ne? Boah, da habe ich echt gefarmt, Mann. Da habe ich halt echt gesammelt. Leider sind das aber so Pokémon,
die hat fast jeder. Ein Taubsi hat fast jeder, ein Golbert hat fast jeder, ein Radikal hat fast jeder. Das sieht man ja immer in diesen ganzen Arenen, ne? Das sind halt nur so, ich habe auch letztens irgendwo so ein Aerodactyl in der Arena gesehen, das ist heftig, ne? So, Pokémon wie Tauboss oder Radikal, die sind da halt echt so oft gesehen, das ist schon fast langweilig, ne? Aber gut, ich wollte noch irgendwas anderes in diesem Part besprechen. Ach ja, genau. Der nächste Part wird auf jeden Fall wieder live kommentiert sein. Ich werde natürlich, wie ich es auch schon in den letzten Parts gesagt habe, abends mal rausgehen, so um 10, halb 11 und werde ein bisschen Pokémon Go aufnehmen. Wahrscheinlich werde ich so gegen halb 10 rausgehen, damit ich nämlich so früh wie möglich rausgehen kann. Ja, Problem ist nur eins, die Sonne scheint nicht mehr. Die Sonne scheint nicht. Ha. Jedes Mal so gegen Abend fängt es an zu regnen und ich sag mir schon seit 3 Tagen, wirklich schon ohne Scheiß, seit 3 Tagen sage ich mir, komm, um 10 Uhr gehst du raus und nimmst ein bisschen Pokémon Go auf. Aber ich komme nicht dazu, weil es immer um diese Uhrzeit angefangen hat zu regnen. Jetzt sagen einige, nimm doch einen Regenschirm mit. Ja, könnte ich machen, aber ich halte ja mein Tablet vorzugsweise mit 2 Händen, ist klar, ne? Ihr Scherzkekse. Ich habe zufällig keinen dritten Arm irgendwo in meiner Tasche. Ich habe nur ein drittes Bein. Ja? Aber das hilft mir auch nicht. Also was willst? Was soll ich da machen? Hm? Nee, ich werde immer dann rausgehen, wenn es halt sich vom Wetter her beruhigt. Ne? Ich gucke jetzt auch mal ganz gespannt auf die Wettervorhersage für die nächste Stunde. Wir haben jetzt gerade 20.14 Uhr. Am Mittwoch. Müsste Mittwoch sein, ne? Das heißt, wir haben morgen Donnerstag schon. Läuft! Boah, die Woche geht extrem schnell rum. Und das wegen Pokémon Go, ey. Das ist ja echt mal hart gesagt. Kinders, ich hab ein Trinkspiel für euch. Und zwar, ihr müsst jedes Mal einen kurzen trinken, wenn ich ein Radfratz oder ein Taubsi fange. Oder generell, wenn ich einem von beiden begegne, ne? Ja, ihr werdet so verdammt bereit sein. Ne? So, ich hab ein bisschen Glück. Um 9 Uhr wird's stark bewölkt sein. Ja, das ist doch nicht Glück. Regenwahrscheinlichkeit 47%. Na, geht, ne? 22 Uhr wird's stark bewölkt, aber die Regenwahrscheinlichkeit geht zurück. Und 23 Uhr wird's heiter bis wolkig. Das ist eine gute Lage. Ich glaube, so gegen 22 Uhr werde ich halt echt mal rausgehen. Werde ich mich mit dem Fahrrad irgendwo hinbegeben, wo es ein bisschen leerer ist, aber wo trotzdem noch geografische Fülle ist. Nicht so irgendwie waldmäßig oder so. Könnte ich zwar auch machen, mache ich aber nicht. Ich werde stattdessen irgendwie in so ein Industriegebiet gehen. Da ist abends halt nie was los, aber das trotzdem Kartennetz. Da ist trotzdem Infrastruktur. Und hier haben wir das neue Pokémon, ein Sepa. Kinners. Skala von 1 bis 10, wie breit ist das gefächert? Kommt das bei euch oft vor? Habt ihr schon mal ein Sepa wild gesehen? Sehr oft gesehen. Haut mal raus, würde mich mal interessieren. Ne? Ich kann es ja schlecht beurteilen. Ich weiß ja nicht so, Sepa, okay. Habe ich jetzt in meinen ganzen 6 Leveln, die ich hier gesammelt habe, zum ersten Mal gesehen. Meine ganzen 150 Pokémon, davon ist ein Sepa vorgekommen. Ne? Haut mal raus. Wäre interessant rauszufinden, Kinas. Haut mal bitte raus. Und guck mal bitte auf den Erfahrungsbalken. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir in diesem Part Level 7 erreichen. Ich weiß natürlich, ob wir Level 7 erreichen werden oder nicht. Oritz, ich weiß es. Und ihr nicht. Aber jetzt mal ohne Spaß, Alter. Ein Sepa, das hat schon was. Wobei die WP ja ein bisschen im Eimer, glaube ich, waren. Ich glaube, 10 WP hatte das. Naja, ne? Gibt es auch krasser. Es könnte aber auch 70 gewesen sein. Das ist hier. Ich gucke ja in mein Renderprogramm rein, in mein Schneidprogramm und. Naja, da sieht man halt so einen kleinen Vorschau-Screen und nicht das vollständige Video, was ihr gerade seht. Also das vollkommen hochskalierte Video, das vollkommen geupgradete, im Fullscreen schön aussehende Video. Das habe ich zwar nicht, aber wir haben Level 7 erreicht und kriegen dafür recht viele Pokebälle. Ich glaube, ein paar Rauch waren dabei, Tränke, Beleber, was willst du denn mehr? Oh, so. Beim nächsten Mal werden wir das machen, was ich gerade eben gesagt habe. Ich werde abends rausgehen. Ich werde mit euch erstmal mir ein paar Pokémon aussuchen, wie ich es schon mal prophezeit habe. Wir werden uns ein paar Pokémon aussuchen, die für uns in Frage kommen. Werden die aufstufen, höchstwahrscheinlich. Ne, das muss halt auch mal getan werden. Das ist so ein bisschen Bürokram.
Das kann man eigentlich gut hier draußen erledigen, aber ich mach's auch mal, also hier, nicht draußen, aber das kann man eigentlich hier zu Hause gut erledigen, aber ich mach's trotzdem draußen, weil, ne, darauf steht eher, Facecam, draußen sitzen, irgendwas labern, dabei Pokémon verbessern, entwickeln, etc., ne? Ich denke auch, ich habe genug Sternstoff gesammelt, wir müssen jetzt um die 5000 ungefähr haben. 4.000-5.000 haben wir, ne? Werden wir jetzt auch quasi, glaube ich, sehen, denke ich mal, nachdem wir diesen Fang getätigt haben. Nein, das werden wir nicht sehen, weil dieses Taubsi extrem schwanger ist. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Wir werden es wahrscheinlich gefangen haben, aber ihr kennt dieses Prozedere, ne? Kaum werfe ich ein Pokéball auf ein Pokémon, was passiert? Richtig. Es geht nicht rein. Es geht nicht rein. Die alte Scheiße. Sie geht nicht rein. Sie geht nicht rein. Kennen wir, ne? Gut, Kinders. Dann bis zum nächsten Mal. Es wird wieder frisch, live und knackig. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ja.